Mein Name ist Frank Trebnitz, Hauptkommissar Polizei Leipzig. Ich war gerade dabei, meinen Mittagsschlaf zu machen, als ich zu einer Personenüberwachung gerufen wurde. Frank? In dem Haus wohnt ein Terrorverdächtiger. Er hat in seinem Wohnzimmer eine Bombe gebaut. Irgendwelche Merkmale? Hat ein Handicap. Er spielt Golf. Er humpelt, Frank. Wir dürfen auf keinen Fall entdeckt werden. Ich habe das Gefühl, die Leute gucken schon. Frische Rostbratwurst, frische Rostbratwurst, frische Rostbratwurst. Achtung, Achtung, das ist ein ganz normaler Polizeieinsatz. Es gibt keinen Grund zur Beunruhigung. Wir haben es lediglich auf einen Terroristen abgesehen, der jetzt gerade in Ihrem Haus eine Bombe baut. Also, Jungs. Ich kann gar nicht genug betonen, wie lautlos und unauffällig wir vorgehen müssen. Wir sind wie die Ninjas und verschmelzen mit der Welt um uns herum und schlagen unerwartet zu. Eigentlich sind wir wie Klapperschlangen, Frank, die lauernd tödlich im hohen Grase darauf warten, bis einer dieser Strolche einen Fehler begeht. Wir sind wie Cholesterin. Lautlos hocken wir über Jahre unerkannt da und warten auf den Moment, wo sich die Schlinge zuzieht. Frank! Da ist er. Er ist ein Zwerg. Er ist ein Riese. Werde einen Warnschuss abgeben. Verdammt, er flieht. Jungs, Zugriff! Ausrüstung ist zu schwer. Ballast abwerfen! Dann nimm ihn sofort!